Dann werde ich aber safe bei der Lehrerin schlafen. Ich wollte schon nein, längst was knallen, Mann. Ich werde dahin. Vertrau mir, Digga. Sie will neben mir schlafen. Ja, Adam, was? Egal, nein. Ich wollte nichts sagen, nein. Ey, Bro, schon safe, Adam liebt sie und er will uns das gerade nicht sagen, Digga. Du kannst es uns voll sagen, wenn du sie liebst. Nein, nichts, nein. Bro, es ist nicht schlimm, wenn man in seine Lehrerin verknallt ist, Digga. Heul doch nicht. Ich hab's dir auch gesagt, als ich in die Direktorin verliebt war. Was, Adam? Sie ist schon eine geile. Aber liebst du sie? Ja, eigentlich schon. Digga, was ein Lappen. Er liebt sie einfach. Wir haben dich gerade hops genommen, Bro. Aber Jungs, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir finden sie alle heiß, deswegen. Chill mal, die wartet doch schon auf uns da vorne. Herr, warte. Werden wir nicht mit dem Boot abgeholt? Ey, egal, lass einfach schwimmen, dann findet sie uns cool. Bruder, ich kann nicht schwimmen. Lass einfach so hin. Bro, komm einfach, egal. Ich bin nicht so schnell. Okay, lass hier warten. Ey. Auf den Locken, wollte mal schwimmen. Sei mal, du Rüstiger, du liebst sie. Die wird dir so einen Korb geben. Hey, Dritt. Was Hallo? Geht ab, Frau Schmidt? Hey, na Jungs, wie geht's euch? Junge, hör mal auf, so mit Lehrern zu reden, Bro. Du weißt, sonst bekommst du wieder Verweis. Der macht immer auf schüchtern oder aus dem Nichts. Er sagt Skrapper zu Frau Schmidt. Frau Schmidt, wo sind die anderen Schüler? Es ist doch Klassenfahrt. Wo sind die anderen Schüler? Ich sehe hier nur uns. Ja, die anderen sind nicht da. Wir sind ganz alleine. Warum denn? Was ich muss die ganze alleine? Klasse mitkommen. Ja, ist so. Aber keine Sorge, ich hatte es mit euren Eltern abgesprochen. Aber eine Frage, warum sind wir hier nur zu dritt? Ich will euch testen. Also, ich werde das später euch erzählen. Kommt mal mit. Warten Sie bitte kurz, ich hätte noch eine Frage. Aber dafür müssen Sie stehen bleiben. Darf ich Sie mal anfassen? Nein. Hey, sie sieht aber schon geil aus, ne? Schau mal, die Lehrerin, ich glaube, die steht auf uns, Bro. Warum hat sie uns nur dritt hier reingenommen? Das ist doch keine Klassenfahrt, wenn wir nur zu dritt sind. Was das? Drei Schüler? Ja. Ja, ist so, was? Alter, was ist das? Was machen wir Jungs, jetzt? Jungs, ihr seid besonders. Ihr seid halt besonders. Ich wollte mal mit euch eine kleine Reise machen. Was passiert besonders? Okay. Ja, was los jetzt? Jungs, ich werde mich ein bisschen hinlegen. Ihr könnt euch gerne hier umschauen und so alles. Und später werde ich dann euch erzählen, was wir alles machen, okay? Ja, okay. Aber eine Frage hätte ich da noch. In welches Zimmer gehen sie eigentlich? Weil hier gibt es viele Zimmer. Okay. Also ich werde hier schlafen. Also wenn was ist, könnt ihr mein Zimmer. Ey, Frau Lehrerin, schau, ne? Geh schlafen, du Kachbe. Jalla, tschüss. Ey, Jungs, kommt mal mit, Mann. Kommt mal mit. Ey, Jungs, wenn sie schläft, ne? Ich werde, glaube ich, zu ihr gehen. Geil, deine Junge, ich geh zu ihr, Mann. Was, du? Schau mich mal an. Ich bin noch viel größer als du. Schau mal, wer ist größer? Adam, wer ist größer? Ich oder er? Schau mal, ich bin auch größer. Sie steht auf Größe, Mann. Ich bin groß und Duru. Junge, du brauchst gar nichts zu reden, Alter. Ey, ich such mir jetzt schnell ein Zimmer aus. Ey, ich werde hier schlafen. Das wird mein Zimmer sein. Oder es wird jetzt einfach. Klassenfahrt, richtig geil. Alter, ich habe hier sogar eigene Baderaum und so weiter. Richtig geil einfach. Boah, mal gucken. Hey, wer ist hier? Ey, Jungs, hier ist kein Zimmer mehr. Ich frag sie jetzt, wo ich hingehen darf, okay? Okay, ey, Adam, ist das dein Zimmer? Ja, das ist mein Zimmer. Geil, Bro, auf jeden Fall bis später dann, ne? Hey, warte. Ey, Can, Junge, was machst du, Mann? Was gehst du zu dir? Chill mal. Ich wollte fragen, in welches Zimmer darf ich gehen? Hübsche Lehrerin. Ach so, hast du kein Zimmer gefunden? Komm mal mit. Nein, was geht nicht? Die haben jedes Zimmer besetzt. Freunde, er will sie einfach durchrattern, Alter. Merkt das schon mal, der will sie einfach durchrattern, der kleine Pisskopf, Alter. Darf ich in dieses Zimmer? Ja, dankeschön. Darf ich dann vielleicht zu dir kommen, so die anderen sind ja jetzt weg. Ich werde dich abends vorbeirufen, aber keine Sorge, okay? Ja, okay. Was? Hallo? Ey, so. Was geht? Hallo? Was geht, Jungs, ey? Ja, Hallo? Ja, okay, Frau Lehrerin, kommen Sie mal bitte kurz, ich muss mit Ihnen reden. Ja? Das ist gerade voll komisch, Mann. Ey, geht mal weg, Jungs, mal, ich muss dir was sagen, das ist Privatsphäre. Darf Digga, ich alleine mit dir reden? Warum klärst du sie jetzt? Jungs, geht mal bitte raus. Was für klären, Junge? Ich will Sie nur was kommen fragen, sie komm mit, mal kommen mit. Sie mit. Das, geht mal bitte raus. Geht bitte raus. Was ist los? Also, ja? Ich habe gehört, Sie haben zu Can gesagt, dass er bei Ihnen schlafen darf und eigentlich liebe ich Sie. Ich liebe Sie. Ich will bei Ihnen schlafen. Bitte, Frau Schmidt. Bitte. Ciao, du hast so geile Götter. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich habe sowas nicht gesagt. Du hast gesagt, du darfst. Schokolade. Kappe. Ich jetzt, Mann. Du kleine Kappe. Nein, ich habe sowas nicht gesagt. Was denkst du, wer du bist? Geh raus. Aber warte. Geh rara hier. Ich gehe in mein Zimmer. Ich gehe jetzt schlafen, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Mann, alter Lehrerin. Nein, komm her. Was denn? Nein, komm her. Guck mal. Wir machen so. Jungs, geht mal bitte raus. Geht mal, Mann. Geh rara hier, Mahmoud. Mach eine Ausnahme. Okay. Ich rufe dich abend um 9 Uhr zu mir und danach schlafen wir zusammen, okay? Ja, okay, aber geil. Lass das niemandem sagen.
Junge, geh rüber hier, Ahmed, Alter. Heul doch nicht, Junge, nur weil sie mich will. Okay, ich würde sagen, jeder soll jetzt einmal in seine Zimmer gehen und schlafen gehen. Dann treffen wir uns einfach später wieder, okay? Aber du rufst mich und nicht Jan, hast du verstanden? Ich geh jetzt schlafen, bis dann. Junge, Nate, Situation, sie macht extra, Digga. Sie will zu mir kommen, dass du nicht weiter rumheulst, Digga. Junge, boah, guck mal, du klärst sie, wenn du heulst, Junge. Was bist du denn für ein Lelek, Digga? Aber Schokolade in meine Popo. Ey, ich werd sie so durchschrattern, Digga. Ich geh auf jeden Fall schlafen, Jungs, bis später, ne? Was, Jungs, Digga? Du bist ein 31er geworden. Junge, geh weg. Ey, ich werde alle grüßen mit meiner 20 cm Nase. Pass auf, ne? Ich weiß, was ich machen soll, Mann. Ey, du bist bestimmt voll traurig, dass du sie nicht bekommen hast. Ich weiß, dass du sie liebst, Bro. Aber es tut mir einfach leid. Guck mal, sie schiebt jetzt schon Faxen. Sie sagt, wir sind angeblich besonders und so. Du bist traurig, oder? Ja. Was meinst du, was wir machen sollten, Bro? Ja, einfach, ich mache mir sie dann fertig. Ja, Bro, wein nicht mal. Ich mag dich. Lass mich sie bekommen. Bessie, warte, ich höre hier Schritte. Bro, ich weiß, dass du sie liebst und ich weiß, dass... Aber vertrau mir, es wird alles in Ordnung, hast du verstanden? Bro, hast du verstanden? Ja. Tschüss, ich schlaf jetzt mal. Ach du Scheiße, Alter. Es hat geklappt, ich habe auf Lauch getan und sie will mich später abholen. Ich schlaf jetzt eine Runde und mal gucken, was dann passiert. Sie hat auf jeden Fall gesagt, sie wird mich abholen und ich hoffe, dass sie mich abholt. Ich guck mal ein bisschen Fernsehen. Boah, ah Junge, nee, die Serie, keinen Bock drauf. Das schaue ich mir jetzt auf jeden Fall an. Ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Es müsste gleich 9 Uhr sein, dann holt sie mich ab. Oh, ich bin gerade aufgewacht, ne? Es ist Mitternacht. Ich hole mal den Adam ab und den Can. Ich frage die mal, ob die Lust haben, eine Kippe zu rauchen auf dem Balkon. Ich würde sagen, ich gehe erstmal zum Adam, aber ich schleiche mich lieber, weil irgendwie die Lederin hat mich nicht abgeholt. Das find's komisch. Adam, hallo, Bro, wach auf. Ja, hallo. Bro, sei leise. Ja, komm runter, lass uns schleichen. Die Lederin darf nicht wissen, dass wir wach sind. Lass eine rauchen gehen. Ich habe Zigaretten dabei, Bro. Ich habe geschmuggelt. Geil, ja. Bro, richtig geil. Lass mal Can abholen. Die darf uns nicht hören. Ja. Hey Bro, wieso hörst du das auch? Ja, irgendwie ja. Ich rieche auch irgendwas. Hey Digga, lass lieber den nicht abholen. Der macht safe irgendwas, ohne uns zu sagen. Warum sollen wir ihn dann rufen? Lass eine rauchen gehen. Ich wusste nicht, dass Can so ein 31er ist. Der will sie jetzt einfach klären, Bro. Ich habe keine Lust darauf. Schau mal, ich habe einen auf Lauch getan, habe geweint und so. Und sie stand auf einmal auf mich. Aber jetzt holt sie mich einfach nicht ab. Komm, lass erst mal eine rauchen, Bro. Ja, Mann. Boah. Ey! Siehst du den? Wie meinst du da? Was? Siehst du diesen? Das ist doch Schuldirektor. Das ist doch unser Direktor, Alter. Lass mal runter. Als ob. Ja. Herr Crox. Hallo, Jungs. Was macht ihr hier? Herr Crox, Sie haben mir immer Sechser gegeben, Alter. Was machen Sie hier? Ich habe gehört, dass hier eine unerlaubte Klassenfahrt gemacht wurde. Ohne eine Genehmigung bei mir zu holen. Ich bin der Schuldirektor. Und ich bin jetzt hier hingekommen, um zu gucken, was hier los ist. Guck mal, Herr Direktor. Also, ich bin der I'm Nate, und so, ne? Und das ist unsere Insel. Und die Lehrerin hat gesagt, wir sind besonders. Das. Und auf einmal, schau mal, sie schleicht da. Komm mal mit, schnell. Sie schleicht da irgendwo rum. Warten Sie mal. Lass mal schleichen. Komm mal her, Herr Direktor. Schleichen Sie bitte. Ja. Das ist gerade wichtig. Ich habe das Gefühl, dass unsere Lehrerin mit dem Can was vorhat. Weil sie meinte zum Can, ich habe gehört, dass sie irgendwie mit dem Can rummachen will und so ganz komische Situation. Lass mal. Mit dem Can aus eurer Klasse? Ja, sie will irgendwie mit dem rummachen und irgendwie mit ihnen Bum Bum Chakalaka machen so nachts. Ich wollte sie klären, aber ich habe es nicht geschafft. Aber ich glaube, sie will uns alle drei hintereinander bangen. Sie will uns testen, wer der Beste ist. Wer den besten Dürüm hat. Es geht... Also das geht gar nicht fit. Das geht gar nicht. Können Sie mir mal zeigen, wo die sind? Nein, chill mal. Wir müssen sie erwischen, während sie frisch auf der Tat sind. Weil sonst geht das nicht. Wir müssen uns jetzt schleichen. Okay, ich warte da mit Ihnen. Komm schnell. Ey, mach was. Ja? Ich riech gerade. Die machen rum. Die machen Dürümspielchen. Aber warte mal. Sind die bei Jans Zimmer oder sind die in diesem Zimmer? Warte, wir hören sie gleich. Wir hören sie, was die gleich sagen. Okay, jetzt müssen wir sie hören. Ey, Jan. Oh, ja, komm, dreh dich um. Ey, Jan, zieh dich doch mal ein bisschen aus. Oh mein Gott. Warte, hier, mach auf. Oh, ey, scheiß mal auf die anderen. Der ist so groß. Alter, du hast das größte Dürüm, ich je gesehen habe, Alter. Oh, hier, willst du ihn nehmen? Komm, ich nehme den mal. Wenn du willst, wir können auf Toilette noch gehen. Und komm einfach mit, komm. Okay, komm. Lass kurz auf Toilette gehen. Lass in die Badewanne gehen. Komm rein. Was geht denn hier ab? Ey! Frau Schmidt!
Was machen Sie hier mit einem 14-Jährigen? Herr Kraus! Was ist das für eine Klassenfahrt hier? Ich kann es erklären. Das sieht nicht so aus, wir sehen. Frau Schmidt, gerade hier. Frau Schmidt, gerade hier. Du wolltest mich nehmen. Herr Kraus! Und jetzt hast du ihn genommen. Gerade hier. Frau Frau Schmidt wollte sie nehmen? Frau Kachbell hat gesagt, sie nimmt mich und auf einmal sie nimmt Can. Sie wollte eigentlich meinen Dürüm. Ja, natürlich, Digga. Von uns beiden bin ich einfach der Bessere. Frau Schmidt, ist das nicht ernst, dass sie hier Klassenfahrten machen mit 3 Schülern und die restlichen 27 zu Hause sind, ohne mir Bescheid zu sagen, um mit dem Geschlechtsverkehr zu haben, oder was? Herr Krox, das sieht nicht so aus. Es ist natürlich mir wirklich sieht es so aus, Mann. Schau mal, der liebe Adam soll mal was sagen. Der arme Junge kann nichts sagen, weil sie so viel labern, Mann. Ich hab sie doch geliebt, Mann. Ich hab den grünen Bildung. Sie haben mal noch nicht gesehen, sonst hätten sie diese Tränken im Mund genommen. Das wäre ja auch rausgekommen. Nein, gerade hier, Mann. Ich geh in mein Zimmer. Jeder soll in sein Zimmer. Nein. Kein Bock. Geht jeder in sein Zimmer. Herr Direktor, Herr Krox, kommen Sie bitte mit. Schau, geh in dein Zimmer. Frau Schmidt, Mann. Das wird Konsequenzen haben. Frau Schmidt, geh in dein Haus, Herr Kappe. Es ist vorbei, du kannst nicht mehr mit ihm rummachen. Ey, lass sie doch mal, Digga. Sie will bei dir bleiben. Ey, Mann. Ich gehe jetzt auf jeden Fall in mein Zimmer, meine lieben Schokolatas. Es ist wirklich krass, was passiert ist. Herr Direktor, kommen Sie mal bitte. Na was, gucken Sie mal. Sie sind mein Lieblingsschüler gewesen früher. Das wissen Sie. Aber Sie haben mir immer 6er gegeben. Sie haben zum Schluss immer Einsen bekommen. Nein, Sie haben zum Schluss immer Einsen bekommen. Sie haben mir immer 6er gegeben. Was passiert mit deinem... Der Türkei ist 6-1. Nee. Ich sag Ihnen jetzt mal eins, Herr Direktor, Herr Krox. Ich werde die Lehrerin komplett durchknattern. Und Ihre Frau habe ich auch gesehen. Sie ist so eine Milf und ich stehe auf Milfs. Sie wird mein Dürüm nehmen und sie wird sterben nach meine Dürüm. Weil meine Dürüm bis zur Mondlänge, zum Mars, Breite und Richtung Sonne die Tiefe von meinem Dürüm. Hast du verstanden? Und in der Galaxie Schokolade von meine Dürüm. Hast du verstanden oder was? Herr Navas! Was? Ich möchte wissen, ob sie Geschlechtsverkehr hatten zu dritt. Guck mal, Herr Direktor. Ich möchte jetzt wissen, wurden sie sexuell belästigt? Ja, ich wollte, aber es hat nicht so geklappt. Ich wollte sie Boom Boom Schokolade. Komm, sind sie nicht zum Höhepunkt gekommen? Nein, ich hab nicht reingedippt, wenn ich ehrlich bin. Sie war voll... Ja, gerade hier, Mann. Ich geh jetzt lieber zu Adam. Na was? Kommen Sie mal her, kommen Sie mal kurz her. Adam, wo bist du? Habibi Adam, komm runter. Adam, komm zum Spielplatz. Adam, Bro. Nein. Als ob Adam jetzt mit der Lederin rummacht. Nein. Hey, Adam. Hey, findest du mein Ding? Ey, der ist so groß, Mann. Oh mein Gott, der ist so lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss jetzt den Lehrer holen, Mann. Sie hören mich nicht mehr. Oh mein Gott. Ich muss den Direktor holen. Direktor, kommen Sie schnell mit, Direktor. Ich hab sie gerade auf frischer Tat erwischt. Adam hat auch reingedippt. Adam hat einfach auch reingedippt. Schleichen. Das ist nicht ihr Ernst. Doch, komm. Ey, Adam, zieh mich mal aus, bitte. Siehst du mein Gesicht? Guck mal. Was passiert mit Adam? Oh, was passiert? Frau Schmidt, was machen Sie hier mit dem zweiten Schüler? Herr Krux, Adam konnte nicht schlafen. Ich hab ihm ein Buch gelesen, damit er schlafen kann. Deswegen nimmt sie sein Dürüm oder was? Nein, ich habe eine kleine Geschichte erzählt. Nee, wir haben das gehört. Herr Krux, nein, wirklich. Es gibt so einen Dürüm, den man essen kann. Ich hab's einfach erzählt. Der Navas hat mir erzählt, dass sie ihn auch sexuell belästigt haben. Und diese beiden habe ich... Sie flagrant hier erwischt. Hab ich wirklich nicht, Herr Krox. Jungs, sag mal die Wahrheit. John, sag die Wahrheit. Was passiert? Sie belästigt uns die ganze Zeit. Was? Nein, tut sie nicht, Junge. Tut sie nicht. Sie liebt uns, Mann. Was redest du? Sie macht uns einfach so an. Hier, John. Was sollen wir denn dann tun? Was passiert mit deinem Kopf, Junge? Sie hat gesagt, wir sind was Besonderes. Und was die Lehrerin sagt, da vertraue ich auch. Geht mal bitte alle raus. Ich muss mit der Lehrerin reden. Geht bitte alle raus. Ich will einfach nur mein Geld, weil ich so reich bin. John! Ich gehe jetzt 2 Minuten vor die Tür und muss nachdenken. Was geht ab, Freunde? Checkt auf jeden Fall alle, die unten in der Beschreibung sind, ab. Also den Direktor, die Lehrerin, die 2 anderen Schüler. Die müsst ihr unbedingt abchecken. Und der zweite Teil kommt morgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die 10.000 Likes voll machen würdet, weil das Video war, ich fand schon, das war echt einer der lustigsten Videos. Ansonsten sehen wir uns morgen. Könnt mir gerne jetzt auch auf Twitch folgen. Da bin ich wahrscheinlich jetzt live um 17 Uhr. CreatorCode I'm Natives könnt mir auch gerne auf Insta folgen. Da ist ja auch I'm Natives. Beste Community, ciao, ciao.